Wir auf dem Stoppelmarkt am Fisbecker Damm haben noch eine hervorragend funktionierende Nachbarschaft. Und weil wir hier noch wirklich das Glück haben, in der freien Natur zu leben, sind wir ganz stolz und haben gesagt, irgendwann mal, dass wir auch etwas für den Naturschutz tun könnten, für unsere Vogelwelt und für die Insekten. Und somit kamen wir zu dem Entschluss, ein Insektenhotel zu bauen. Wir haben einen hervorragenden Fachmann, der das gelernt hat, gelernter Tischler. In seiner Hobbywerkstatt haben wir dann alle Reste, die wir so hatten, hier haben wir dann zusammengetragen und das Grobe zusammengefügt. Und was uns noch fehlte, muss ich erwähnen, das hat uns dann die Stahl- und Fahrzeugbaufirma Franz Josef Jalaus zur Verfügung gestellt. Und das Dach, die gesamte Bedachung, hat die Bedachungsfirma Wolfgang Büssing aus Berstrup zur Verfügung gestellt. Und wir haben dann alles schön ordnungsgemäß hier auf Stand gebracht und dann das Hotel, Insektenhotel, abgestürzt mit Latten, weil der Beton ja aushärten musste. Ja, und dann haben wir das ein paar Tage härten lassen und dann sind wir an die sogenannte Inneneinrichtung gegangen. Den größten Teil habe ich schon im Laufe der Wintermonate gemacht. Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, ne? Und ich denke, wir haben somit einen kleinen Beitrag für die Umwelt geleistet.